Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu seiner Karriere mit FIFA 15 mit Augsburg. Und ich soll die Anmoderation machen. Du wolltest unbedingt. Ja, ich wollte total. Einfach, dass es anders klingt, aber es klingt genauso wie sonst auch immer, aber ist ja egal. Ist ja egal, ne? Ja. Wir haben er möchte gerade jetzt Vollner austauschen. Ja genau, er labert jetzt. Ich übernehme dich, ja, für Durdic. Ich übernehme dich. Was ist das? Ja, wir spielen gegen Berlin. Der ist aber so. Gegen Berlin. Ja, gegen aber Abwehr würde ich mal nichts verändern, glaube ich. Nee, lass mal. S-Wein Parker. Ja, ich würd halt einfach mal Tore schießen. Ja, das wäre natürlich günstig, gerade heute, an diesem wunderbaren Tag gegen Hertha. Wäre doch ein schöner Tag, um Tore zu schießen, oder? Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Das Geschenke im Nachhinein und so. Oh. Wäre schön. Ansgar Wenn. Von Hauenstein. What the ist der Schiedsrichter. Warte mal. Oh lol, voll verkackt. Ey, der war richtig gut. Was machst du? Das war die falsche Taste. Ich hab gerade diese Taste gedrückt. Macht das was? Zu spät. Nee, diese hier. Nee, die macht nichts. Ich habe von auch schon dreimal gedrückt, aber passiert nichts. Hey, warum heißt das Stadion jetzt wieder anders? Das hieß doch vorhin auch Waldstadion oder so. Ich weiß. Ja, hier haben wir es nochmal in der Übersicht. Dass Hertha nur zwei vor uns ist, aber gleiche Punktzahl hat. Jo. Home Visitor. Ein Visitor. Irgendwie sieht das Stadion voll ranzig aus. Ja, ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich von Hertha, ja. Nur, dass sie im Olympiastadion spielen, aber ansonsten. Ja, ansonsten ist alles in Ordnung. Ich war da, glaube ich, noch nie drinnen. Ich stand da davor, aber drin war ich noch nicht, glaube ich. Ich stand noch nicht mal davor. Ich glaube, ich wollte drin mal so eine Führung mit meinen Eltern und meiner Schwester machen, aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Der Führer war nicht da. So schaut's aus. Hm. Der ist noch unterwegs. Der muss nach Russland einnehmen, ey, was? Oh, der... Alter. Ey, die haben alle andere Schuhe an. Nee, doch nicht. Die Jens. Der ist noch auf seiner Europa-Tournee. Ja, genau. So könnte man das ausdrücken. Da gibt's so ein T-Shirt für. Ich mache eine Schleichwerbung. Für Plattenhardt. Nein! Also für Schleichwerbung für Plattenhardt. Da war doch auch mal bei Nürnberg. Ja. Also wir sind zwar hier bei Augsburg, aber wir schweifen trotzdem immer ab zu Nürnberg. Ja. Salomon. Kann was? Salomon Salomonis. Süß. Süß. Hermes machen die auch noch Schleichwerbung. Heieiei. Hoffentlich heute mal der Ball richtig. Ansgar von Hauenstein? Hab ich doch gesagt. Ansgar. Wer war das gesagt? Vorhin. Ich hab gesagt, Ansgar von Hauenstein ist der Schiedsrichter. Ja, merkst du mal, wie gut ich dir zuhöre, ne? Ja. Das ist danke. Der fantastisch. Ball hat nicht mehr so rumgehoppelt. Ja, aber der ist auch so komisch geflutscht. Ja, halt hin und her geschwabbelt. Du machst es nicht besser. Ja, ich würde gerade sagen. Aber wenigstens haben wir schönes Wetter, da können wir mal gewinnen. Das letzte Spiel war auch bei schönem Wetter. Da war es aber dunkel. Oder? Nee, es hat geregnet. Hat's geregnet? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dunkel. Glaube ich zumindest. Also so wie jetzt, so hier fällt mir. Ja, stimmt, es ist nur ein Schatten da. Also was ist es kein Flutlichtspiel jetzt? Ach, genau. So, jetzt hier mal, ne? Jo. Nicht. Oh, der. Weil der drüber gesprungen ist, hat er irgendwie an Geschwindigkeit ein bisschen verloren. Klingt logisch. Ja. Willst du es wieder mit irgendwie Physik erklären? Das letzte Mal, ich spiele dabei für dich. Das ist dein Part eigentlich, Physik. Nee, Physik ist nicht meins. Ich bin eher so Chemie. Oh. Passierst jetzt eins. Eigentor, Alter. Besser früh als spät. Immerhin hast du ein Tor geschossen. Ach, komm, halt die Klappe, ey. Baum Johann, was ein Lappen. Warte mal, wer war das? Ich weiß es nicht. Der Club, Hoffenheim oder irgendwie sowas. Haben im letzten Spiel zwei. Ich glaube, das war doch der Club oder so. Wo sie 2-1 gegen irgendjemanden gespielt haben. Gegen München. Da 1860. Wo sie 2-1 gespielt haben und alle Tore der Club geschossen hat. Boah, der wäre ich glaube ich nicht mal. Oh, der hätte der. So richtig schlecht. Oh, der hätte den gehabt. Den würde ich mal. Boah. Ach man, schönes Tor, muss man einfach sagen. Ja, furchtbar schön. Scheiße, ey. Nee, schön. Nee, ja. Erstes Tor. So, und stellst du auf sehr offensiv. Ich muss auf jeden Fall mal höher gehen, aber sonst. Es sind zu wenig Leute vorne, glaube ich.
Deswegen musst du auch sehr auf den Tisch stellen. Ich bin ja schon dabei. Du drückst den falschen Knopf, du Lappen. Was? Tatsächlich. Ich weiß, warum du da bist. Aufpasse. Also. Ich denke schon, was macht denn der jetzt mit dem Knüppel da? Das funktioniert nicht. Oh, der Stein ist doch gerade noch frei, du. Das war ein Foul. Erst rennt er vor und dann rennt er gleich wieder zurück. Das ist das Problem. Ja, ja, komm, ja, du. Was denn? Du gewinnst du vielleicht mal. Hm. Weil es muss ja keiner wissen, dass ich spiele jetzt. So schieß ich instant ein Tor, obwohl ich selber noch spiele. Einfach nur das Wissen, dass ich spielen könnte. Du hättest es schon längst einen Steilpass machen müssen. Hm. Sagt er. Du machst doch selber die Steilpässe. Doch? Nein. Wenn zwei Leute vorne sind, dann ja. Dann mache ich. Ich mache deutlich öfter welche als du. Ja, du verkackst aber auch deutlich als öfter. Als wie du. Siehst du? Was macht der denn? Warum bremst der ab? Ja, danke, ne? Ja, doch. Nehme ich doch an. Was tust du? Einfach, dass du ein bisschen gewinnen kannst. Was war das? Ich habe nicht gesehen, was du gemacht hast. Ich hab mich dafür gedrückt. Okay. Scheint zu helfen. Tatsächlich. Ein Torschuss. Das ist ja schön. Ich dachte, ich muss da gleich durchhalten. Boah, komm. Hätte auch haben können, den Ball jetzt da, in der Situation. Hätte. Ja, hätte, wäre, wenn und. Hätte, wäre, wenn und. Dingsen. Kann ich da beim Reden mich so konzentrieren, weil ich die ganze Zeit hier aufs Spiel konzentrieren muss? Deswegen, ich weiß, deswegen bist du ja da. Ja. Ist auch noch am, so am Anfang schläfrig daneben. Ja, ich weiß. Ich bin müde. Am Anfang bei FIFA 13. Haben wir FIFA 14? Nee, ne? Ah, nein. Ja, okay, dann war es FIFA 13. Da wollte ich alleine ein LP machen. Oder halt zumindest aufnehmen. Schnell weg. Und hab's probiert, aber einfach nach 5 Minuten Spielzeit fällt einem alleine einfach nichts mehr ein zu reden, weil man sich so aufs Spiel konzentrieren muss, und das ist bei FIFA ziemlich scheiße, weil dann 24 Minuten eigentlich mehr oder weniger nichts sagen, außer scheiße, ich habe einen Ball verloren, ist auch doof. Oh, der Pass ist jetzt nicht angekommen, ja, aber macht ja nichts, und jetzt bin ich gleich wieder im Angriff und da schieße ich bestimmt gleich ein Tor. Och nee, oh, ich habe schon wieder einen Ball verloren. Oh, das war Abseits. Oh, jetzt gibt's einen Wurf. Hm? Oh. So ungefähr, meinst du? Jetzt ist meine Sminke verrotzt. Meine Maniküre. Ja, sie ist so langsam, wenn der den Ball, wenn der sich rumdreht. Das nervt so. Ich fluche nicht, ich trinke, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Verdammt, mir ist meine Zigarette ins Bier gefallen. Darf ich nochmal Knöpfe drücken? Ja, mach das. Muss ich so komisch. Oh. B, das war B. Zack, habe ich den Ball. Los, lauft, meine Schergen. Also, deine Schergen. Oh, oh nein. Abseits. Kein Abseits. Eigentlich war es Abseits. Ja. Also, er hat zumindest die Fahne gehoben. Hat er aber im letzten Spiel auch schon mal gemacht. So nebenbei irgendwie. Hatte? Ja, das war nur so ganz unauffällig. Mach nicht zu dem, du Mongo. Außen. Was verstehst du unter Außen? Wo außen? Außen links. Da hinten waren zwei Leute. Da. Außen links. Das muss ich zu viel überlegen. Kein Abseits. Lauf, 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 lauf. Schieß, schieß, jetzt, Tor, jawohl. Boah, Alter, das erste kriegst du erstmal. Warte mal, ach Mann. Torjubel kann ja auch keine mehr. Kenne ich keine mehr. Weißt du, wer es war? Ich glaube. Nee, war. Doch. Pack. Oder warst du an der Latte? Weil mein Controller vibriert dann immer. Ich dachte, er war hinten halt dran. Ja, aber Gnabry. Genau der. Ja, und das war unser Leihspieler, ne? Ist der geliehen? Ich dachte, er ist ein Kauf. Eines ist auch geliehen, glaube ich. Der war zu teuer, oder? Ich weiß es nicht. Yay, der Torwart rennt im Tor rum. Der Scherge, ach nee, fast. Serge. Hä, wieso? Der heißt mit dem Vornamen Serge. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber. Ja, und? Ich hab doch Gnabry gesagt.
Ist egal. Muss es nicht verstehen. Nee, danke. Was hast du jetzt eigentlich verstellt? Sag mal. Sag ich dir nicht. Mann. Wenn du dir das Video anguckst, dann wirst du es sehen. Aber wie gesagt, ich habe Knöpfe gedrückt. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Konter oder sowas. Nee, in Wirklichkeit habe ich eigentlich gar nichts verstellt und es ist nur psychologischer Einfluss und so. Ja, das wäre es natürlich. Ja, das nehme ich natürlich los, gerne. Los! Schon wieder links außen. Aber rechts außen gedrückt. Lang. Ah ja, scheiße. Oh Mann. Ich wollte umdrehen, aber es ging nicht mehr. Hätte ich schon lang flanken können. Ja, ich wollte eben erst umdrehen und dann flanken. Aber es war ein Schwachsinn eigentlich. Ja. Ja, ich weiß, dass du es besser kannst. Im Nachhinein wird man immer schlauer. Ja, mach es. Obwohl die Menschheit eigentlich nicht im Nachhinein schlauer wird, sonst wird es keine Kriege mehr geben. Zweikampf um den Ballbesitz. Oh, du bist so ein Ego-Spieler, ja? Ich kann Flanke drücken. Wow. Scheiße. Was ist der denn? Oh, nee, jetzt zieh ich jetzt nicht dahin raus. Oder doch? Habe ich einfach noch eine Abwehr irgendwo? Ja, da. Oh, stehen ja nur noch drei Leute. Was ist denn das für ein Ego-Spieler? Also, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Oh. Nein. Hui! Jo. Der wäre da reingegangen, oder? Ja, theoretisch. Hast du gut gemacht, mein Dickerchen. Ach, Dickerchen. Kriegst du nachher ein Mettbrötchen geschmiert in der Kabine, nicht? Dann. Passt doch. Die Mitte ist komplett leer. Ja. Du hast schon zwei Tore dieses Spiel geschossen. Das ist mehr als letztes Mal. Ja, jetzt pfeift er ab, oder? Nee. Stand in der Nachspielzeit eigentlich da? Ja, 4 Minuten steht immer noch oben. Ach, jetzt, ich habe gerade hochgeschaut, da stand es nicht da. Gut, den Ball jetzt da weg, verdammt. Jetzt bin ich im Angriff und jetzt ist... Oh nee, nicht mal. Oh. Ah, Mann. Schade. Bisschen. Jetzt pfeift er auch. Oh, nicht mal ein bisschen, ey. Hat nicht viel gefehlt. Ja. Ey, die Uhr ist zumindest richtig. Ja. Sie können Spiele programmieren. Sogar eventuell mit Details. FIFA ist doch, glaube ich, eins der wenigen Spiele von EA, das keine DLCs enthält. Also wenn man ausgenommen von Dingens hier. Bayern steht auch 0-0. Weißt du, was ich meine? Naja. Ultimate Team meine ich. Meintest du das? Meinte ich. Ist einer so ausgepowert, dass ich ihn auswechseln muss? Gnabry ist ein bisschen... Nimm Duric dafür. Ich will den mal drin haben. Soll ich noch... Ich lass Gnabry noch ein bisschen drin, oder? Du vergisst es eh wieder, aber ja, mach nur. Ich lass ihn noch... Kannst du Wecker stellen? Das ist geil. So, also, Bärm, ich muss den Wecker stellen, damit du den Wechsel nicht verpasst, ey. Rego, kannst du... Wahrscheinlich gibt's als Feature irgendwann. Ja, bitte hier, erinnere mich dran, dass ich um die 70. Minute wechseln wollte. Oder so. Ja, das sollte Ball nicht. So wie in Formel 1, dann wirst du dann jede Runde genervt. Ja, du wolltest doch in die Box. Komm jetzt endlich zur Box. Wenn du es dann nicht tust. Echt? Hm. Ja, du kannst ganz am Anfang einstellen, so und so viele Boxenstops will ich machen in der und der Runde. Aber du musst diese Boxenstops nicht machen, sondern du kannst das. Wenn du es aber nicht tust, dann wirst du halt jede Runde genervt. Ja, du wolltest in die Box. Ich komm doch endlich in die Box. Komm jetzt endlich in die Box. Deine Reifen sind durch. Deine Reifen sind durch. FIFA, ach Quatsch, Formel 1 2015? Oder deshalb vom nächsten Jahr können wir dann mal spielen. Mhm. Aber du bist nicht so der Rennfahr-Auto-Typ. Nee, eigentlich nicht. Spielst lieber Shooter, sieht man ja, FIFA. Schießen geil. Und so. Ja. Hab ich einen Witz gerissen. Furchtbar. Danke. Der war so lustig, du hörst mich noch richtig lachen, oder? Ich lieg am Boden und kann mich nicht mehr halten. Deswegen spielst du so schlecht. Ja. Dann kriegst du jetzt wahrscheinlich ein Tor. Hui. Fast. Zum Glück sind sie so blöd, Tore zu schießen, genau wie ich. Ja, schon mal beruhigen. Geschossen. Ich häng im Kabel. Hängst im Kabel? So. Was war das? Hä? Hm. Ja. Ich weiß nicht, was das war. Du hingst im Kabel. Ich hing im Kabel. Oh, nein. So viel. Das Thema kenne ich schon hier. Ja, ein Zungenschnalzer, genau. Das hat er gerade gesagt.
ein Zungenschnalzer und dann renne ich da, passe ich da fast ins Aus. Huiuiui. Der hat gerade Wechsel. Ja, okay, ist noch nichts. Lohnt sich noch nicht zu wechseln, er ist so 60. Er ist 60. Okay, das ist auch Schwachsinn, aber. Was ist los mit dem Baum, Johann, verdammt? Fast. Ah ja. der hat es auch gerade gesagt. Nächste Bund. Ey, das wollte ich doch jetzt auch machen. Tolga Cigerci. Gesundheit. Der heißt so. Ja, Gesundheit. Ah, danke. Ah, Haji, ja, okay. Jetzt passt wieder. Schaut denn der aus? Das ist noch nicht 60. Minute, du darfst noch nicht wechseln. Ach komm. Sei still. Halt Schnauze. Einen kleinen Doppelwechsel. Ach, der da hinten, Alter. Das kenne ich nicht mehr. Habe gerade überlegt, woher kenne ich das jetzt? Wer die letzte Folge gesehen hat, wird wissen, was wir meinen. Weiß. Was für eine letzte Folge? Guckt doch eh keiner. Ja, ach ja. Darf ich das da rausziehen? Dann hört man uns nicht mehr. Ja, gut, ist auch ruhig. Macht ja auch keinen Unterschied eigentlich, ob ihr. Ja, komm. Lieber hört man uns nicht mehr, als unser dummes Gelaber anzuhören. Tor. Tor. Ich habe einfach alles gedrückt, es war mir scheißegal, aber da dachte ich mir, irgendwas wird schon richtig sein. Ja, komm. Schau mal sowas zum Beispiel, das ist einfach ein klares Foul. Was ist? Ich hab mich hingeguckt. Der grätscht mir so, der grätscht in mich so rein, dass ich umfall. Der Ball weg ist. Für mich? Ja, tatsächlich. Dachte, ich hab den geblockt. Freu dich doch drüber. Ja, natürlich. Ist auch selten, dass du mal einen Ball hast. Was willst du? Weiß ich nicht. Schieß jetzt erstmal aufzuziehen. Ja, 11 Meter. Hm, fast, ja. Das muss einen Freistoß geben. Siehst du, sag ich doch. Ja. Ja, weiß ich dasselbe, ich bin doch nicht blöd. Ja. Kann man sehen, wie man will. Es kommt auf die Perspektive des Betrachters an. Ja. Oje, nee. Voll los, Tor, Tor, Tor. Hä? Ja, okay, Ecke. Eckball. Oh. Ja, okay. Der wäre drin gewesen, schätzungsweise. Ah, wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, vielleicht drüber. Ich dachte schon, wir haben ihn jetzt so verdrückt, dass der komplett weg ist. Aber er war doch nicht so schlecht. Essen. Essen? Ich hab Hunger. Echt? Ja. Das ist doof. Deswegen spiele ich auch so schlecht. Ja. Boah. Okay, so. Geht raus. Ja, gibt einen Wurf. Aber zu wem werfe ich denn? Zu dem da hier. Ja, doch. Los, schieß. Also noch nicht. Oh, das war schwachsinnig. Ja, du hast immer noch einen Ball. Ach, was macht er denn? Ich hab da überhaupt nicht hingedrückt. Auf einmal macht er da so einen Hackentrick. Was hat denn der da? Ich glaube, der hat eine Ballettausbildung gehabt. Ja. Schätzungsweise gelb. Ja. Hey, guck mal, mein Schuh ist kaputt. Den habe ich mir erst neu gekauft. Oh. Jung Ingwer. Oh, Ingwer. Ich mag Ingwer eigentlich nicht. Also das zu essen Ding jetzt da. Ja, ist schon falls klar. Du das kennst. Ingwer, ich weiß, was Ingwer ist. Mein Vater tut das auch überall rein beim Kochen, glaube ich zumindest. Ich hasse das Zeug. Das schmeckt irgendwie. Das ist so komisch intensiv und ich mag den Geschmack einfach nicht. Jetzt reden wir auch noch über Essen. Ich schweife schon sehr vom Thema ab. Ja, komm, drück weiter hier. Ich will heim. Ich will heim? Ja, wenn du schon von Essen redest? Nein, aha, ich wollte nicht ganz drauf drücken. Scheiße. Ich habe noch Gyros vom Mittagessen übrig. Waren beim Griechen. Komm ich mit. Zweiter Feiertag. Ist so. Komm ich mit. Wieso? Hunger. Du kriegst nichts. Ja doch, ich habe aber Hunger. Ja, du kommst zwar mit zum Aufnehmen, aber Essen kriegst nichts. Aber wenn ich in die Mitte ziehe, dann nimmt er mir wieder den Ball ab. Das ist nicht gut. Los, Tor. Oh.
Also ich hab so dagegen gehauen, das hat so geploinkt. Ding! Scheiße, Ploing. Geht nicht mehr. Schon wieder, Mohamed Abdelau. Der Kalu, so weißt du. Weil ich das ganz am Anfang nicht mehr gesehen habe, wie der heißt, komplett. 1911. Was? Wird auch so wechseln. Jetzt weiß ich, was die ganze Zeit vibriert. Ich rufe jemand an. Echt? Ich denke schon, hä, Moment, was ist denn das jetzt? Fuck, hey, habe ich den so vorbeigehauen, dass sie das jetzt Abstoß haben? Ja. Tatsächlich? Ja, wollte ich dir noch gesagt haben. Nein, jetzt. Hör doch mal auf hier. Mach schnell, sonst krieg ich wieder Ärger. Kriegst du wieder Ärger? Warum kriegst du Ärger? Hm? Naja, weil ich nicht ans Handy gehen kann. Nein. Oh. Boah. Glück. Ja. Die Frage war gerade, wo steckst du? Kannst gleich, wenn du da ein Tor kassiert hast. Scheiße. Ja, okay. Die irgendwie sind meine Spieler immer dahinter nur. Fuck. Ist dein Ernst? Was denn? Vielleicht gewinnst du da halt doch mal. Mann, ey. Und da kannst du ein bisschen reden. Du sollst eigentlich reden. Ja, ich weiß. Ich bin so fasziniert vom Spiel. Fängst gleich eine. Aua, nicht schlagen, nicht schon wieder. Aber es bringt auch nichts, jetzt direkt vorzurennen, weil... Ja, aber du machst es. Nein, mach ich nicht. Nein, doch nicht zu den Knappen. Oh Mann. Hä, hey, was wollt ihr? Wer wollt? Ach, der Kommentatoren da. Achso. Komm, unentschieden ist so weit drin, hey. Ja, da. Er passt genau in die Mitte natürlich. Was macht er denn? Ich hack dir deine Hand heute ab. Du darfst nachher auch Risen spielen. Wenn ich verkacke, nee. Was ich auch nicht glaube. Überleg dir schon mal ein paar doofe Fragen, die ich wahrscheinlich eh nicht beantworten kann, weil ich selber keine Ahnung habe. Kann ich aber absolut nichts machen, wenn der so einen Schwachsinn da macht. Ja, okay. Oh Mann. Ach jetzt, Mann. Was macht denn der? Boah, kann der keinen Druck in den Ball kriegen? Gibt's wenigstens echt? Schau mal an. Nee. Ja. Dumm. Oh Mann. Ey, Jemine. Hat er ja voll verkackt. Vorkackt. Scheiße. Ben Heiderei. Wäre lieber gewesen, wir verkacken das Spiel und gewinnen das. Das letzte. Verkacken wir und das gewinnen wir. Das wäre wichtiger gewesen. Ja. Sehe ich auch so. Leider verloren. Oh Mann. So ein Pech aber auch. Wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. Ja, genau daran liegt. Aber bei dir ja auch das Problem. Also. Was? Der Hunger? Ja. Ja, vielleicht. Deswegen hat, das war dein wunderbares Spiel, wo du so richtig schön so leck mich am Arsch und dann ab die Post. Ah ja. Das war Dummheit, aber das Gegentor, das letzte, das zweite. Was? Ich erinnere mich. Ja, ja, was? Kajubi. 7,1 war mein bester Spieler. Aber. Werden das Tor geschossen bei denen? Der Baum Johann hat eins geschossen. Geht doch einfach auf Tore. Klingt logisch, oder? Mhm. Naja, keiner. Außer er. Ja, die haben noch zu. Eigentor, kennst du? Ah, da war was. Hä? Eigentore. Hä? Bin ich blöd? Da steht auch keins. Ausgewechselt, ne, unten. Also Gnabry hat auf jeden Fall ein Tor. Ja, es steht ja, unten okay. Jetzt, aber. Ach so, ausgewechselt, ne? Eigentor hat auch keiner geschossen. Dann müsste es 1-1 ausgegangen sein. Baumjohann? Hä? Da fehlt ja aber ein Tor. Tore, er hier, Baumjohann. Ach so, der außen ist. Stocker. Ja. Was wolltest du? Ne, fast schon.
Also der Ballbesitz ist aber auch immer irgendwie mega ausgeglichen. Ja. Du spielst ja auch nicht auf Ballbesitz. Ich bin da nicht Bayern. Aber ich? Cool. Nee, ich bin Manuel Neuer. Och man, ey, ist irgendwie so klar, dass der jetzt kommt, ne? So, hier rechts sieht man jetzt nochmal die Dings-Tabelle von der Europa League. Hat man zumindest gerade noch. Oh je, was wollen die denn? Vorstand, ja. Über die Niederlage in der letzten Partie war der Vorstand natürlich alles andere als glücklich. So viel zum Thema, du kannst Deutsch. Als erbaut. Dennoch zudem wünschen wir uns, dass nächste wichtige Spieler spürbar verhindern, du sollst gewinnen auf Deutsch. Ja, war klar. Nachrichten von Spielern. Ich möchte mehr Einsatzzeit bekommen. Ja, vielleicht gewinnst du ja dann mal, wenn du deine Mannschaft so umbaust. Hab ich auch. Das ist ein Abwehrspieler, ne? Warte mal. Also jetzt ja hier rechts ist die Tabelle. Da haben wir ja unentschieden gespielt. So jetzt, oder? Gegen Herrenfeen. Die sind letzte und haben gegen, wie heißen die nochmal, die ersten? Tottenham. Genau. Haben verloren. Das wird natürlich. Wir sollten das jetzt natürlich gewinnen, weil das nächste dann wieder gegen die jetzt auf dem ersten sind, Tottenham, schwer wird. Nee, du machst jetzt den Dortmunder, spielst in der Europa League sau gut, aber in der Liga. Wahrscheinlich. Warte mal, ich wollte das Ding noch nachschauen. Ne? 13. Hei. Wir müssen halt mal gewinnen, wenn wir ein bisschen hochrutschen. Ja, wahrscheinlich. Schalke ist jetzt hochgerutscht auf den dritten. Hoffenheim hat 10 Gegentore. Bremen 15. Da bin ich auch ganz gut dabei mit 7. Stärkste Abwehr der Liga. Wie ist mein Torverhältnis eigentlich? Das ist -2. Bayern hat aber nicht die meisten Tore geschossen. Das war hier Wolfsburg. Oh, die muss ich erstmal zurechtfinden. Tore, ja, tatsächlich. Aber die haben mehr bekommen, natürlich. Ja, das ist Wolfsburg. Naja, dann hoffe ich zumindest mal, dass ich gegen Herrenfeen gewinne. Und ja, noch irgendwas zu sagen? Nö. Dann geh mal essen. Geh mal essen, genau.